Martin Börschel, Direktkandidat der Köln-SPD im Wahlkreis Mülheim für die Landtagswahlen am 14.05. in NRW. Stellen Sie sich doch einmal ganz kurz vor, so ein bisschen Ihre politische Laufbahn, aber auch vielleicht ein bisschen was Privates. Ja, ich bin Martin Börschel, 44 Jahre alt, Vater einer Tochter, kandidiere jetzt zum zweiten Mal im Wahlkreis Köln-Mülheim für den Landtag am 14. Mai, möchte gerne meine Arbeit dort fortsetzen, weil es gibt sowohl auf Landesebene als auch auf Kölner Ebene, deren Interessen wir ja in Düsseldorf vertreten wollen, noch eine Menge zu tun und daran habe ich Spaß und das möchte ich gerne weitermachen. Im Kölner Rat sind Sie Fraktionsvorsitzender der Köln-SPD. Wo liegen Ihre politischen Schwerpunkte? Ich bin selbst Finanzpolitiker im Schwerpunkt. Das bedeutet, ich begreife mich als Dienstleister dafür, in allen Politikbereichen, die die Menschen bewegen, genügend Mittel loszueisen, eben auch für die Stadt Köln. Das heißt, kostenfreie Bildung vom Kindergarten bis zur Hochschule, ein groß umstrittenes Thema. CDU und FDP wollen ja Studiengebühren wieder einführen. Wir sind strikt dagegen. Wir wollen die Kindertagesstätte kostenfrei machen, weil wir das für einen Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit halten. Das ist einer meiner Schwerpunkte, auch in der Finanzpolitik, weil die für viele Bereiche exemplarisch steht. Jetzt haben Sie ja sozusagen beide Hüte auf, mit Köln und mit Düsseldorf in dem Landtag. Wo gibt es in Köln noch Dinge, wo Sie sagen würden, da könnte man in der nächsten Legislaturperiode im NRW-Landtag wirklich auch was für die Stadt tun? Der Schwerpunkt liegt eindeutig in der Verkehrs- und Infrastrukturpolitik. Gerade im Wahlkreis Mülheim kann man sehen, wo da der Schuh drückt, mit der Sanierung von Brücken, der Mülheimer Brücke und dem Neubau der Leverkusener Brücke. Wir müssen endlich Elektrobusse einsetzen, gerade an den Hotspots, wo die Schadstoffbelastung besonders groß ist, wie am Klebischen Ring oder an der Bergisch-Gladbacher Straße in Mülheim. Wir müssen dafür sorgen, dass der LKW-Durchgangsverkehr aus den Wohnvierteln draußen bleibt. Auch dazu braucht es der Hilfe anderer Ebenen. Und das als einige Beispiele für viele.